Schrauben, Sägen, Siegen. Zwei Paare. Zwei Heimwerkerprojekte und nur 36 Stunden Zeit und keine Sekunde länger. Ich weiß. Du hast mir vorhin gesagt, wir schaffen das. Ich glaube es auch. Wir haben uns zu viel zugemutet. Die Konkurrenz sieht zu und kommentiert. Das ist Kunst. Welches Paar arbeitet besser im Team? Oh. Vielleicht kommst du einfach mal 3 Schritte weg von der Wand und lässt es mal auf dich wirken. Wer arbeitet sorgfältiger? Die Wand geht auch noch so. Oh, das ist der untere Seite? Nein. Doch. Und wer hat sich vielleicht übernommen? Boah, ist schwer. Mega gestresst. Punkte gibt's am Ende jeder Sendung? Von mir. Das ist auch eine tolle Lösung hier. Es zählen Teamarbeit, das Abarbeiten der Checkliste und handwerkliches machen, Geschick. Wer bekommt heute die Siegesprämie von 1.000 Euro? Jetzt wird wieder gebaut bei Schrauben, Sägen, Siegen. Hannmünden in Niedersachsen. Nie gehört? Schade, ist ganz hübsch da. Zwischen Kassel und Göttingen. Das sieht immer schön aus. Und hier wohnen die Mazzaferros. Hallo. Guten Morgen. Willkommen. Ich bin der Rosario. Ah, benvenuti, Rosario. Guten Morgen, das ist die Melina und ich bin die Ketty. Und unsere 2 Hunde, die Hexe und die Mia. Schön, dass ihr hier seid. Ich finde die total sympathisch, Italiener und nee, sehr, sehr schön. Allora, was siehst du das? Und hier haben wir schon unser ganzes Werkzeug für unser Projekt, weil wir haben ja nicht viel Platz und darum haben wir das alles hier gemacht und im Flur. Und überall sind dann so Sachen. Das ist ja Arbeitsvorbereitung. Erstmal die ganzen Werkzeuge zusammenlegen, um zu wissen, was man braucht, damit man später nicht suchen muss. Ich meine, in dem Haufen kann man auch suchen. Ihr seht, sehr ordentlich, so typisch italienisch, total ordentlich, penibel sortiert. Italienisch ordentlich. Und sonst so? Habt ihr einen Plan? Einen Plan habe ich im Kopf. Immer. Chaotisch Plan, aber funktioniert meistens. Ob der Plan funktioniert? Ich würde sagen, ja. Sonst wäre er nicht so ruhig, wenn er schon wüsste, dass sein Plan nicht funktioniert. Und wie ist bei euch die Rollenverteilung so? Rolle ist, er denkt, er ist der Chef, er hat das Sagen, so wie Italiener so sind. Ich lasse ihn das glauben und im Endeffekt passiert das aber so, wie ich das möchte. Glaubt nicht, dass das nur bei den Italienern so ist. Der frauenreagierende Welt. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, außer die Frau hat das Sagen. Ne? Happy Wife, Happy Life, ne? International. Und am wichtigsten, Happy Kid. Es geht nämlich um das Kinderzimmer von Töchterchen Melina. Was wollt ihr denn für die kleine Prinzessin machen? Wir wollen das ja heute verschönern. Das bedeutet, diese Seite werden wir so lassen, weil wir das ja zusammen mit Melina ja gemalt haben. Auf der anderen Seite kommt ja Farbe hin, dieses Türkise, was wir besorgt haben. Das mag sie sehr gerne. Melina hat ausgesucht. Genau. Frozenfarbe. Und hier kommt das Bett halt mit den Stufen und so weiter, das Hochbett. Wusste ich doch. Ein Prinzessinnen- oder genauer Eisprinzessinnen-Traum soll hier entstehen. Mit türkisfarbener Wand, selbstgebautem Hochbett und einem Regal als Kleiderschrank. Und dann ist unsere Prinzessin glücklich. Oder, Melina? Bist du dann glücklich? Dieses Projekt ist ein bisschen schwierig, weil die Wohnung ist eng, die haben keinen Platz zum Bauen. Die werden wahrscheinlich in dem Kinderzimmer alles auch herstellen müssen. Sägen, schleifen, bohren, zusammenbauen. Und dann muss erstmal der ganze alte Pröttel da raus. Wo wollen die den lagern? Ich denke mir, das könnte mal vielleicht eine Sache werden, die sie nicht schaffen. Avanti, ragazzi! Ein Riesenprogramm für eine 36 Stunden. 480 Kilometer entfernt lebt tief im bayerischen Wald die Konkurrenz. Sabine und Christian. Hallo, schön, dass ihr da seid. Morgen, ihr zwei. Kommt rein. Zwei selber vorbereitet mit Arbeitsklamotten. Mhm. Dann folgt uns mal. Auch sympathisch. Ja. Habt ihr schon mal zusammen geheimwerkt? Ah, eine Muckibude. Ja, hier für unsere Fitness habe ich einfach mal für die Handelbank das Gestell gebaut. Hat ja nicht jeder ein Fitnessstudio unterm Dach. Wieso denn ihr? Ja, ich bin Fitnesstrainer. Aber wenn du so einen Platz hast, das ist ja Gold wert. Oh, so eine Muckibude hätte ich auch gern zu Hause. Ich hänge. Ich lasse mich schon heute klar. Einfach hängen. Lässt dich also heute hängen. Hauptsache, du lässt mich nicht hängen. Das kriegen wir schon hin. Ja. Läuft. Also so finde ich sie sympathisch.
sind ja miteinander, sind die noch süß. Also mal gucken, wie es dann weitergeht. Gutes Stichwort. Zeigt ihr uns euer Projekt? Ja, also hier wollen wir erstmal komplett alles raus. Dann das Laminat raus. Hier kommt ein Vinylboden rein. Ein neuer Schrank, der tut's nimmer. Und da wollen wir die Wand irgendwie mit Farbe, Mosaik aufhübschen. Zum Schluss machen wir noch ein paar Wandtattoos. Und dann werden wir noch ein Hochbett für unseren Sohn bauen. Ja, das ist nicht schön. Also das Hochbett bauen aus Holz. Genau, Kuschelholz statt Stahlgitter. Vor dem Bau des neuen Hochbetts wollen die beiden noch einen neuen Boden verlegen. Ein Mosaik an die Wand pinseln, einen Schrank aufbauen und ganz viel Rennfahrer-Flair für den Sohnemann auffahren. Wir sind jetzt keine Profis, wir kommen jetzt auch beide nicht wirklich aus dem Handwerklichen. Also ich bin eher so eine Büro-Schreibtischtäterin, mein Mann ist Fitnesstrainer. Aber ich glaube, wenn die was machen, dann machen die das richtig. Wir kommen klar. Oh, die machen aber einen toughen Eindruck und vor allen Dingen einen fitten Eindruck. Wir hoffen, dass wir gewinnen. Wer hofft das nicht? Es heißt ja schließlich nicht Schraubensägen verlieren. Klingt ja auch blöd. In den Startboxen Prinzessin gegen Rennfahrer. 36 Stunden ab jetzt. Und bitte. Yeah. Ja! Also. Melina, andiamo. Andiamo, andiamo. Ich liebe Italienisch. Ich auch. Denkt immer dran, beim Ausräumen so ausräumen, dass das, was wieder rein soll für die Deko-Arie, ganz zum Schluss rauskommt, damit es wieder schnell gefunden wird. Null Problemo. Rosario ist doch schließlich der König in seinem Chaos. Du kannst wieder die Bücher hier danach reinmachen. Ja. Läuft gut an. Marc, Checkliste. Schauen wir uns die Checkliste der beiden einmal an. Erstens, Zimmer ausräumen. Zweitens, das Bauholz muss vorbereitet werden. Dann muss drittens das Hochbett gebaut werden. Der Schreibtisch muss gebaut werden. Die Wand wird gestrichen. Der Kleiderschrank wird gebaut. Die Vorhänge werden angebracht. Und last but not least, Punkt 8, dekorieren. Das ist mal eine Nummer mit 36 Stunden. Weiß ich nicht, wie die zwei das hinkriegen wollen. Man muss immer daran denken, das sind Italiener. Die haben Fuego, Feuer. Nix Fuego, das heißt Fuoco. Schwamm drüber, Marc, wenn du die kleine Helferin akzeptierst. Hier, nimmst du sie mal, Melina? Rosario schuftet für zwei und macht kurzen Prozess mit dem alten Schrank. Der Rest von dem Schrank kaputt. Schöner kann ich das auch nicht sagen. Und ihr? Sozusagen Schrank abbauen ging bei ihm schneller als bei dir. Ja, eindeutig. Ob Rosario beim Aufbauen auch so schnell ist wie beim Abbauen? 36 Stunden haben er und seine Frau Cathy Zeit. Genauso wie die Konkurrenz. Auf geht's! Stellt mir bloß die Carrera-Bahn wieder rein. Bestimmt. Wird ja schließlich ein Rennfahrerzimmer. Du machst das aber vorsichtig, Sabine. Vielleicht mag unser Sohn das ein oder andere tatsächlich dann behalten und ist nachher traurig, wenn es weg ist. Weil er weiß ja nicht, dass es wegkommt. Ja, dann nimmt man einfach ein Stück Folie oder vielleicht auch ein Stück Plastiktüte, wo man das wieder drauf macht. Dann kann man das wieder entfernen und wieder benutzen. Ich glaube, den Rennwagen werden wir auf jeden Fall behalten. Der passt eigentlich ganz gut. Ins Rennfahrerzimmer ihres jüngsten Sohnes. Ach ja, der ahnt auch noch nichts von der Umgestaltung seines Reichs. Schauen wir uns das Kinderzimmer mal an. Was wird alles passieren? Die Checkliste. Da wird das Zimmer ausgeräumt, das Laminat muss entfernt werden, der Vinylboden wird neu verlegt, das Wandmosaik wird angebracht, ein Schrank wird aufgebaut, Hochbett wird gebaut und es gibt die Dekoration. Ja, es ist eigentlich kein altes Haus, wo Überraschungen lauern, wo schiefe Böden, schiefe Wände sind, wo der Putz runterfällt. Könnte eine glatte Nummer werden, aber ich habe schon alles gesehen. Lassen wir uns überraschen. Los geht's mit dem von Sabine selbst entworfenen Wandmosaik. Wenn du sowas anzeichnest, dann ganz dünn nur. Da ist es immer so, man sieht sehr schnell den Bleistift. Nach einer halben Stunde liegt Christian schon in der Horizontalen. Was soll das werden? Ich schlaf mal eine Runde, ja. Echt? Mach das. Ich leg mich gleich dazu. So wird das aber nix. Chancen auf den Sieg im Duell der Heimwerker hat nur, wer innerhalb der vorgegebenen 36 Stunden fertig wird und dazu noch handwerkliches Geschick beweist und mit Teamarbeit glänzt. Also wichtig ist, dass es glatt ist, weil wir möchten nicht, dass Melina sich mit einem Splitter und so weiter, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das ist ja, der ist ja nicht verarbeitet. Wir hätten auch verarbeitetes, also Holz kaufen können, aber das wollte Rosario nicht, er wollte es selber machen. Also Holz, was ihr kauft, sollte gehobelt gekauft werden. Da spart ihr euch viel Zeit und vor allen Dingen
das gibt jetzt Dreck. Warum hast du dich für diese dicken, groben Holzbretter entschieden, Rosario? Ja, aber ich habe geschaut im Baumarkt erst. Und dann mal ganz dünn und teuer. Die Preise sind gestiegen. Wahnsinn! Die Holzpreise haben sich verdoppelt. Und ich habe gefunden, so vom Großhändler, auch so schöne Holz und lieber Eiche. Eiche ist prima. Ja, genau. Und wir machen das Zimmer für Melina, ist prima. Rock? Ja. Die untere Seite mache ich aber auch. Das ist die untere Seite? Nein. Doch, ich habe gemacht jetzt die untere Seite. Das ist die untere? Ja, wir montieren jetzt. Aber die, war, die ist so schön als die hier, Ro. Die, ich ja doch, nicht. Doch, guck mal. Doch, ja. Die ist viel schöner, Ro. Wenn die ist ungerade. Die ist besser, die hier. Na, wer hat beim Bauen das Sagen? Also jetzt, ich muss langsam die Holz oben bringen, aber ich fange an von den Balken. Muss geschnitten werden so. Ja. Und sind sehr schwer. Ja, Holz wiegt leider. Sehr schön durchs Treppenhaus. Ja. Durchs Treppenhaus, ach du Schande. Boah, ich esse schwer. Oh Gott. Ach, der arme Kerl. Komm schon, Rosario. Vom Pizzateig kneten hast du bestimmt ordentlich Muckis. Das Ding muss hoch. Das ist schon sportlich mit den Balken da hoch und fallfrei. Ja. Und das auch noch bis in den zweiten Stock. Das ist kein Kinderspiel. Aufpassen. Kannst du die andere schneiden? Kannst du wegmachen, die Maschine, bitte? Ja. Boah, sie ist schwer. Also da ist mein Tipp, schneidet euch das Holz unten zurecht und tragt es dann hoch. Ihr müsst weniger schleppen. Und den ganzen Dreck habt ihr auch nicht da oben. Wir haben ja gequält. Ja, schon fast anderthalb Stunden lang. Ups. Wir sind voll in der Zeit. Warte mal an. Echt? Klar. Du hast doch gesagt, immer positiv, oder? Warst du das nicht? Ja. Das A und O. Denkt immer positiv. Macht das Beste daraus. Es gibt keine Fehler, es gibt nur Anleitungen, es besser zu machen. Und wer es besser macht, gewinnt am Ende das Duell. Zurück im Bayerischen Wald. Sabine, was machst du da? Ich ziehe mir jetzt so ein paar geometrische Muster, wo ich finde, dass das irgendwie dann ganz nett aussieht. Im Notfall kann man es ja noch mal abreißen und noch mal korrigieren. Und werde die mit verschiedenen Farben bemalen. Wandgestaltung? Ich bin raus. Was sagen die Italiener? Ihr habt doch Stil. Noch kann man das nicht sagen, ob es gut ausschaut. Auf alle Fälle toll, dass die Mama sich so viel Mühe macht. Der alte Schrank wird aussortiert. Hast du noch viel zu schleppen? Oh, das Letzte. Oh, tut jetzt schon der Rücken, wie ich schon sehe. Und Sabine übermalt ihre Klebestreifen noch mal mit Weiß. Was bringt denn das, Sabine? Also, na, was heißt übermalen? Ich mache die halt einfach ein bisschen weiß und lasse es jetzt antrocknen anderthalb Stunden. Und danach gehe ich erst mit der Farbe ran. Einfach aus dem Grund, es kann halt sein, dass halt Lücken sind und die Farbe ist halt feucht und ich will nicht, dass die Muster ineinander laufen. Ich will vielleicht eine astreine, saubere Kante haben. Ja, finde ich eine gute Idee. Denkt immer dran, wenn er abklebt, ne? Ein bisschen Acryl über den Klebestreifen, gerade bei Raufasertapete, damit die Farbe nicht hinter das Klebeband läuft. Und wenn er fertig seid mit Streichen, direkt abziehen. Gibt eine pipifein saubere Kante. Aber nehmt Acryl, kein Silikon. Christian wird jetzt ausgebremst. Vom alten Laminat, das seinem nahenden Ende entgegensieht und sich verstockt festklammert am Boden. Ja, das erste. Das erste Brett brauchen wir nur, danach geht's, glaube ich. Ja, ich muss eigentlich erstmal hier hochkommen. Aber geht alles nicht. Mit roher Gewalt, los jetzt! Ja, jetzt. Klingt gut. Jetzt hat's verloren. Okay, fertig, Pause. Sehr gut. Erste Brett ist draußen. Gute Teamarbeit, gefällt mir sehr gut. Sehr gute Aufteilung, so schafft man am meisten. Sie kümmert sich um die Farbe, er kümmert sich um das Grobe, um den Laminatboden. Und sie hilft beim Rausschleppen. Sabine und Christian oder Catty und Rosario. Wer gewinnt heute? Okay, dann erstmal schneiden. Ja. Okay. Dabei kommt es auf einen absolut geraden Schnitt an. Ups. Ups, was? Hast du dich verschnitten? Ist es etwa nicht gerade? Spann mich doch nicht so auf die Folter. Zeig her. Sag was. Rosario! Italienisch gerade.
Bei solchen Arbeiten bitte immer einen Anschlag dranlegen, so einen Anschlag anlegen, wo dann die Säge dran vorbeiläuft, damit es schön gerade wird, die Schnittkante. In die Richtung geht's ja. Und in die Richtung geht's ja. Das will er ja abhaben. Also von daher muss man noch mal nachjustieren und dann ist gut. Mit einem neuen Sägeblatt klappt's bestimmt besser. Und wenn dann noch jemand halten könnte. Ja, Katie, grazie. Ah, schau mal, so machen wir es auch. Ich halte, du sägst. Gib ihm! Forza Rosario! Vorsicht! Ups. Na, sehr toll. Sowieso geht's nicht. Weil das nicht fest. Nein, ich habe ihn nicht festgemacht. Die Sicherung. Da gibt's einen Klickverschluss. Da dreht man das Sägeblatt rein und zack, dann ist es fest. Nochmal kontrolliert, hält und dann wird gesägt.